Juhu, ich starte die Ausbildung zum Pflegefachmann. Welche wunderbaren Praxiseinsätze werde ich denn so erleben? Was kann ich denn so alles erfahren in der praktischen Ausbildung? Wo werde ich eingesetzt und wie viele Stunden werde ich wo eingesetzt? Und was muss ich eigentlich umsetzen? So viele, verdammt nochmal, viele, viele Fragen. Ja, ich werde sie dir beantworten. Mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe. Zunächst einmal muss man sagen, dass Sie ja einen Arbeitgeber haben. Und Ihr Arbeitgeber, der auch Ihre Ausbildungsvergütung bezahlt, ist zuständig für die gesamte praktische Ausbildung und auch für die Planung der Einsätze in der praktischen Ausbildung. Das, was Ihr Arbeitgeber abdecken kann, wird er auch abdecken. Nur oftmals ist es so, dass zum Beispiel ein Altenheim mit stationärer Langzeitpflege nicht alle Bereiche anbieten kann und da muss er mit Kooperation arbeiten, wo sie noch eingesetzt werden müssen. Denn nach dem Pflegeberufegesetz ist es so, dass es Vorgaben gibt, wo und welche Bereiche sie besuchen müssen und umsetzen müssen. Das werde ich Ihnen auch im weiteren Verlauf erklären. Der Arbeitgeber kann aber auch sagen, Mensch, das ist aber mächtig viel Arbeit, das alles zu planen und zu organisieren. Somit kann der Arbeitgeber Altenheim, Krankenhaus, ambulanter Pflegedienst zum Beispiel sagen, ich delegiere das an Schule. Das heißt, ich gebe das ab, Schule soll meinen Auszubildenden planen. Dann wird die Schule für den Auszubildenden einen individuellen Zeitablaufplan gestalten, wie der Auszubildende eingesetzt wird. Ja. Und dann kriegen Sie einen individuellen Zeitablaufplan. Und die Schule hat da gewisse Vorgaben, der Arbeitgeber auch, wenn der das übernimmt, die er einhalten muss. Oftmals oder meistens beginnt die Ausbildung mit einem sehr langen theoretischen Part, wo sie dann eben halt erstmal lernen sollen, anzukommen in der Ausbildung, sich in der Lernorganisation Schule zurechtzufinden. Sie sollen sich in ihrem Kurs zurechtfinden und sie werden dann pflegerische Grundlagen erhalten, bekommen und erlernen. Dann geht es aber in die Praxis. Und hier ist zunächst einmal in der Ausbildung, im ersten Ausbildungsjahr, in dem ersten praktischen Einsatz, ein Orientierungseinsatz geplant. Ja, und dieser Orientierungseinsatz hat 400 bis 460 Stunden. Und der findet in der Regel bei dem Träger, also der Arbeitgeber von dem Auszubildenden, statt. Hier soll der Auszubildende sich zurechtfinden. Hier soll der Auszubildende gucken, ist der Beruf etwas für mich? Wie ist der Umgang mit Patienten, Bewohner und so weiter? Und wenn die Orientierungszeit abgeschlossen ist, dann geht es in der Regel auch wieder in die Schule. Nach der Orientierung gibt es sogenannte Pflichteinsätze, wo man unbedingt hin muss. Und wo man auch die Zeiten einhalten muss. Zum Beispiel die stationäre Akutpflege. Die stationäre Akutpflege meint Krankenhaus. Das heißt, hier soll man 400 Stunden im Krankenhaus einen Einsatz absolvieren. Der kann in der Chirurgie sein, kann in der inneren Medizin sein, oder in sonstige Bereiche sein, aber es muss akut, stationäre Versorgung sein. Sollte Ihr Träger auch ein Krankenhaus sein, dann haben Sie natürlich mehr Zeit, denn die Orientierung findet dann im Krankenhaus statt und der Pflichteinsatz akute stationär, also akute Pflege, stationäre Pflege ist dann beides im Krankenhaus. Wenn Sie aber zum Beispiel einen Träger haben in der Altenpflege, stationären Langzeitpflege, dann müssen Sie nach der Orientierungszeit dann auch wechseln und müssen dann in ein Krankenhaus, um dort die Stunden zu erfüllen. Wo es denn hingeht im Krankenhaus, plant meistens das Krankenhaus, auf welche Station Sie da so kommen. Es kann innere Medizin sein, es kann Chirurgie sein oder es können auch andere Fachbereiche sein. Wichtig ist aber, dass jeder Auszubildende auch einen Krankenhauseinsatz erlebt hat von mindestens 400 Stunden. Ja, was ist noch notwendig? Nach dem Krankenhaus sollen auch alle, die die generalistische Pflege auch erleben,
den stationären Langzeitpflegeeinsatz erleben. Die stationäre Langzeitpflege umfasst auch hier 400 Stunden. Na, hier leben die Menschen in einem Altenheim, haben hier dort ihr häusliches Umfeld und werden auch hier 24 Stunden rund um die Uhr versorgt. Ist dabei ein anderer Versorgungsbereich. Akutpflege hat andere Aufgaben, wie die zum Beispiel die stationäre Langzeitpflege. Ja, diejenigen, die zum Beispiel ihren Träger in der ambulanten Pflege haben, müssen alle auch in die stationäre Langzeitpflege. Und die in der stationären Langzeitpflege sind, müssen auch alle in die ambulante und natürlich auch in die akutstationäre Pflegekrankenhaus. Ja, die Pflichteinsätze, stationäre Akutpflege, stationäre Langzeitpflege und alle müssen auch 400 Stunden in die ambulante Pflege. Somit ist es sehr vielfältig in der praktischen Ausbildung in der Pflege, in der generalistischen Pflege und auch sehr umfangreich. Alles sollte man einmal erlebt haben. Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit, in der Ausbildung zum Pflegefachmann, zur Pflegefachfrau, zu wählen. So, zur Hälfte der Ausbildung haben Sie eine Wahlmöglichkeit. Möchte ich gerne den altenpflegerischen Weg gehen? Möchte ich gerne den Gesundheits- und Kinderkrankenpflegeweg gehen? Können Sie hier wählen. Oder Sie möchten den generalistischen Pflegeweg gehen. Ich persönlich würde Ihnen auf jeden Fall den generalistischen Pflegeweg empfehlen, weil der macht eigentlich Sinn, weil Sie hinterher auch entscheiden können, wo und in welchem Fachbereich Sie eigentlich arbeiten möchten. Von daher sehr sinnvoll, den generalistischen Pflegeweg zu wählen. Die meisten Schulen bieten aber auch keine bindifferenzierte Ausbildung an. Das heißt, wenn Sie nach anderthalb, 2 Jahren sagen, ich möchte jetzt in die Kinderkrankenpflege, werden die wenigen Schulen oder wenige Schulen werden dann eine extra Klasse aufmachen, aus der Klasse nur explizit ein Jahr im dritten Ausbildungsjahr für die Kinderkrankenpflege zu beschulen. Also bei uns an der Schule, wenn Sie hier wählen und nicht den generalistischen Pflegeweg wählen, dann müssen Sie leider die Schule verlassen und woanders gucken, welche Schule noch die Altenpflegeausbildung entsprechend dann auch anbietet. Nach dem Orientierungseinsatz und nach den Pflichteinsätzen folgen dann weitere Pflichteinsätze, nämlich der Bereich der Pädiatrie. Und in dem Bereich der Pädiatrie haben Sie einen Stundenumfang zu erfüllen von 60 bis 120 Stunden. Das heißt also, der pädiatrische Einsatz ist leider sehr kurz. Dazu muss man sagen, mit der generalistischen Pflegeausbildung erlangen Sie als Pflegefachfrau oder Pflegefachmann auch eine Könnerschaft. Sie haben überall einmal reingucken können und Sie erlangen eine Könnerschaft. Pflegeexpertin oder Experte werden Sie erst nach der Ausbildung mit 2-jähriger Berufserfahrung und gegebenenfalls Weiterbildung. Das heißt, wenn Sie sich im pädiatrischen Bereich sehr wohl fühlen, können Sie selbstverständlich natürlich auch nach der generalistischen Pflegeausbildung in die Pädiatrie gehen. Denn hier bestehen ja die Möglichkeiten, auch im Verlauf vielleicht noch eine Weiterbildung zu machen, um sich dann zu spezialisieren. Ja, um Beziehungen mit Kindern aufzubauen und in der Kinderkrankenpflege ist es ja nochmal eine andere Beziehungsgestaltung, auch eine andere Arbeit, ist der Einsatz nach meinem persönlichen Empfinden zu kurz. Aber so ist es nun mal vorgegeben. 60 bis 120 Stunden in der Kinderkrankenpflege. Ja, zu guter Letzt, dann sind wir auch schon im dritten Ausbildungsjahr. Im dritten Ausbildungsjahr folgt der Psychiatrieeinsatz. Der Psychiatrieeinsatz hat auch leider nur 120 Stunden. Mein Herz schlägt sehr stark für die Psychiatrie. Ja, ist ja nun auch so mein Bereich als Sozialpsychologe, wofür ich mich auch besonders interessiere. Ich persönlich finde auch, dass der psychiatrische Einsatz zu kurz ist. Denn die Hauptaufgabe in der Psychiatrie ist Beziehungsgestaltung und ist Nähe und Distanz zu überprüfen und die Verhältnisse herzustellen, Vertrauen aufzubauen, gerade im Bereich von Menschen mit Krisen oder psychiatrischen Erkrankungen. Aber auch hier gilt wieder, na, man hat ja nun 3 Ausbildungen fusioniert in eine: Kinderkrankenpflege, Krankenpflege, Altenpflege. Und
Irgendwas fällt immer hinten über. Ja, der psychiatrische Einsatz von 120 Stunden ist kurz, aber er ist verpflichtend. Jeder Auszubildende, jede Auszubildende muss durch den psychiatrischen Einsatz. Danach geht es über in den sogenannten Vertiefungseinsatz und dieser umfasst 500 Stunden. Ja, der Vertiefungseinsatz soll nach dem Pflegeberufegesetz dann auch bei dem Träger, also der, der ausbildet, entsprechend umgesetzt werden. Weil hier wird man dann im Verlauf der Vertiefung nämlich auf die praktische Prüfung auch vorbereitet. Das heißt, der Vertiefungseinsatz von 500 Stunden findet dann wieder statt bei Ihrem Arbeitgeber. Ja, Sie stellen fest, ne, wenn jetzt zum Beispiel aus der stationären Langzeitpflege kommen, dann haben Sie den Orientierungseinsatz da, dann auch noch die stationäre Langzeitpflege dort, aber dann sind Sie fast das komplette zweite Ausbildungsjahr bis am Anfang des dritten Ausbildungsjahres nicht mehr bei Ihrem Arbeitgeber, sondern bei diversen anderen Einrichtungen und tingeln so durch die Gegend. Und zum Ende der Ausbildung kommen Sie erst dann wieder zurück und machen dann eine Vertiefung. Auch eine gewisse Spezialisierung, denn Sie haben sich ja ursprünglich bei Ihrem Arbeitgeber beworben, um die Ausbildung als Pflegefachfrau oder Fachmann umsetzen zu wollen. Und da findet dann entsprechend dann auch eine Probeprüfung oder eben halt nicht oder, sondern ganz bestimmt die Abschlussprüfung statt. Ja, dann gibt es noch so weitere Stunden, die geplant sind. Zum Beispiel der Bereich der Pflegeberatung sind nochmal so 80 Stunden für geplant. Ja, was beinhaltet der Pflegeberatungseinsatz? Wir Pflegenden sind ja dazu verpflichtet, den Patienten aufzuklären und zu beraten und auch anzuleiten. Zum Beispiel in Bezug auf Sturz oder in Bezug auf Pflegegrade. Na, das sind so große Themen. Die ambulanten Pflegedienste kennen sich sehr gut damit aus, denn sie leisten sehr viel Pflegeberatung. Und hier sollte man natürlich als angehende Pflegefachfrau oder Fachmann auch einen Einblick bekommen. Dann gibt es noch Stunden zur freien Verfügung. Manche Schulen bieten dann an, dass man sagt, sie haben hier eine Wahlmöglichkeit und können sich dann nochmal einen Fachbereich angucken, wo sie letztendlich dann nochmal einen Einblick bekommen können und möchten. Jo, das so nochmal zur Stundenverteilung und in welchen Fachbereichen sie entsprechend untergebracht werden und ihre praktischen Einsätze haben. Ja, wie findet eigentlich in so einem Praxiseinsatz die praktische Ausbildung statt? Dazu werde ich nochmal ein weiteres Video machen in Bezug auf Praxisanleitung. Was ist gezielte Anleitung? Oh, Hilfe, der Lehrer kommt in die Schule, in die Praxis. Was findet da eigentlich statt? Und welche Gespräche gibt es so in einem Praxiseinsatz? Das werde ich dann nochmal in einem anderen Video machen. Das passt jetzt hier nicht so rein. Ja, eine Sache noch. Nachtdienst ist immer auch ein großes Thema. Sie müssen in der dreijährigen Pflegeausbildung 80 Stunden Nachtdienst machen. Ich würde Ihnen das empfehlen, ab dem zweiten Ausbildungsjahr umzusetzen und dass Sie dann mal gucken, dass Sie, wo Sie in welchem Fachbereich auch immer, vielleicht ein großes Interesse haben, auch mal in den Nachtdienst reinzuschauen. Ja, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen was aufzeigen und erklären. Spannend ist es, wenn Sie den generalistischen Pflegeweg wählen. Sie können in jeden Bereich einmal reingucken und entsprechend dann auch für sich überprüfen, was ist etwas für mich, wo fühle ich mich zu Hause, wo fühle ich mich wohl. Und dann dürfen Sie mit der generalistischen Pflegeausbildung hinterher entscheiden, wo möchte ich eigentlich arbeiten. Und in der Pflege gibt es Arbeit wie Sand am Meer. Ja, ich wünsche noch einen schönen Tag und bis dann. Mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe.